Bravo! Wundervoll, Liebling. Möchten Sie es nochmal versuchen? Oh, ich wüsste nicht warum. Für mich war es perfekt. Florence Foster Jenkins war die wohl schlechteste Sängerin der Welt. Im gleichnamigen Drama lässt Regisseur Stephen Frears die Opernsängerin in Würde ihre schiefen Töne singen und setzt ihr mit Meryl Streep als Titelheldin ein berührendes Denkmal. Die Tochter eines Mannes ist das Zentrum seines Universums. Und dann stehst du auf einmal ihrer großen Liebe gegenüber. Die abgewichsten Flemmings sind endlich da! Ja! Oh mein Gott. Why him, fragt sich der überfürsorgliche Familienvater Ned, als er den zwar reichen, aber ungehobelten Freund seiner Tochter kennenlernt. Die Komödie hätte ein turbulenter Schlagabtausch zwischen James Franco und Breaking Bad-Star Bryan Cranston werden können, kränkelt aber an ihren allzu vorhersehbaren Gags. City of stars, are you shining just for me? Wenn das Publikum etwas so Wundervolles wie diesen Film nicht dankend in die Arme schließt, dann sind wir alle verloren, meinte Tom Hanks, nachdem er La La Land gesehen hatte. Recht hat er. Die charmante Musical-Romanze mit Ryan Gosling und Emma Stone ist von vorne bis hinten einfach nur umwerfend. Was bilden Sie sich eigentlich ein, was Sie sind? Frauen werden nie etwas Schöpferisches hervorbringen. Außer Kinder. Wann darf ich Ihre Bilder sehen? Und wann wird das sein? Bald. Paula Modersohn-Becker war ihrer Zeit voraus. Als Frau um 1900 abstrakte Kunst zu schaffen, ein Wagnis sondergleichen. Das Biopic Paula erzählt von den 6 wichtigsten Jahren der Jungverstorbenen. Schmerzvoll sinnlich gelingt das Porträt der deutschen Malerei-Revoluzerin vor allem aufgrund seiner brillanten Hauptdarstellerin Carla Juri.